Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 2. Heute wieder im Creators Club. Ja. Und mal schauen, was wir so finden, worauf wir heute mal Bock haben. Ersatz für Deutsche Bahn, Metronom. Ja, sind wir auch noch nicht gefahren. Könnten auch. Ja, was nehmen wir denn heute? Was nehmen wir denn heute? Erschaffen, den haben wir ja vorhin gefahren, den können wir ja auch noch eben deinstallieren. Vom Mark TGV, aber Mark TGV fahren wir heute nicht. Wir fahren heute. Sandpitch Grade, ne. Ich meine, wir können auch mal irgendwann mal was anderes fahren, ne? Sussi, Last Train Home, ne, ECE reicht jetzt auch erstmal wieder. Hamburg-Kopenhagen. Du hast zur Überführung. Hauptstrecke. Mr. Mütze. Du hast zur Überführung von Bitterfeld nach Dessau. Rapid Transit Rosig Nord. Das ist cool. Ich glaube, das ist echt gut. Ja gut, dann machen wir das. Dann machen wir die Baureihe 204. Das zur Überführung von Mr. Mütze. Mal eben gucken, was hat Mr. Mütze? Hat noch im Angebot mit dem Taurus nach Wiesenthal. Wiestal. wichtig, was denn brauchst du? Meine Taurus österreichische Bundesbahnlackierung. Das ist schon mal gut. Dumme Frage an Mr. Mütze. Wo liegt Wiestal? Ja, gut. Also wäre schon cool, wenn man parallel zu den Lackierungen halt auch die Ortschaft mit reinschreibt. Aber wir fahren heute das andere Ding. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch Mascosa, SGRMS. Was für Dinger sind das denn? Und auf welcher Strecke? Oder keine Ahnung. Achso, für Containerzüge, ne? Interessant. Und dann haben wir noch eine RBA. Eisenbahn und Häfen, ehemalig Ruhrkohle AG. Auch schön. Für Dresden-Riesa und den Taurus der österreichischen Bundesbahnen. Ja, das ist auch mal nicht schlecht. Aber wir fahren heute die Dostoüberführung, wie schon gesagt. Da fangen wir dann gleich mit an, von Bitterfeld nach Dessau. Ich hoffe, wir brauchen keine Lackierung. Ja, und dann schauen wir mal. Also, Bitterfeld-Dessau. Was ist denn das jetzt überhaupt für eine Strecke? Das müsste Rapid Transit sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, hatte ich neulich mal irgendwie was zu gefahren oder gesehen. Szenarioentwickler. Genau, war richtig. Ja, heute kommt drin vor die 204, ein Teil in 2, 155, 185 und 182. Gut. Ich denke mal, das ganze Ding dauert eine halbe Stunde. Stunde. Ja, wobei eher Stunde. Ich meine, wir sind ja mit der Kiste auch noch langsam unterwegs. Dann müssen wir dran denken. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass SIFA und PCB ein bisschen buggy waren. Deswegen lassen wir das, glaube ich, besser aus. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall stehen wir momentan irgendwo im Nirgendwo. Haben den Kram schon geladen, das ist natürlich sehr gut. So, haben freie Fahrt? Ne, haben wir noch nicht. Also ja und nein. So, wir brauchen erstmal hier vorne aufrüsten. Das heißt, hinteres, ne, aus. Können wir auf rot setzen. Rot. Ja. Habe ich alles richtig gemacht? So, halb. So, das ist das. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich sogar eine freie Fahrt. PZB, PZB, PZB. Ja, Bremsschlüssel, Instrumentenbeleuchtung ein. Ich konnte auch irgendwo die Zugbeleuchtung bei der Kiste dort, glaube ich, anmachen. Sand. Eigener Lokomotivführer statt. Ne, entriegeln können wir hier nichts. Alles gut. So, Fahrstufenregler. So.
So, das ist das. Dann sollte man natürlich noch gucken, ob man hier irgendwie einen Bremsschlüssel reinsetzen. Bremse lösen. Guck mal auf. Und eigentlich müsste jetzt alles wunderbar funktionieren. So. Nicht einsteigen, das hat schon mal funktioniert. Rückbeleuchtung nicht. Aber man sieht schon mal nicht einsteigen drauf. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Jetzt müssen wir mal eben den Fummel wieder zu. Ist mir doch zu laut und zu nervig. Gut. Was haben wir denn noch? Wir können mal gucken. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Also, PZB ein. PZB ist an. Na ja. PZB ist an. Wo wird mir dann angezeigt überhaupt? Ich lasse es doch offen. Aua! Oh Gott, wir lassen sie aus. Wir lassen sie aus. Ich habe mich entschieden, wir lassen es wieder aus. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh. Also ich werde bei euch dieses Piepen mal eben, ich denke mal, echt um fast 100%. Ich glaube, ich schneide es raus. Ey, Katastrophe. Alter Schwede. Boah. Junge, Junge, Junge. Alles schön über Headset. Das Beste, was man machen kann. Ey, ich bin begeistert. Boah. Ja gut, also den Fummel lassen wir aus. Wie war das denn hier? Wir können mal gucken, ob wir hier Sifa oder ob die genauso nervig wird. Naja, immer nur von 100 fahren. Kann ja echt noch was dauern hier. Also, kann das Ding auch schnell fahren? Ah, so lange kommt er auf Geschwindigkeit. Aber, sorry. Dämpft, ne? So gut. Die Tür aufmacht. Macht geräuschtechnisch keinen Unterschied, ob man das aufmacht oder das. Auch gut, ja. So ein bisschen Geräusch. Also, Fahrstufenregler. Können wir mal gucken. Vielleicht kann man irgendwie ein bisschen besser beschleunigen. Alles klar. Hat. So. Interessante Sache auf jeden Fall, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Boah. Ist egal wie, beides doof. Boah, hier ist viel Verkehr, ne? Also, da ist schon wieder ein Zug. Krass. Boah, die ist doch sonst nicht so leise von innen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, noch 20 Kilometer bis zum Ziel. So. Als ob wir das Ding eigentlich 100 km/h fahren können, bin ich zu blöd, um das Ding zu fahren. Wenn jemand weiß, wie man mit dem Ding wirklich vernünftig beschleunigen kann, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ach so, der Tacho stimmt nicht. Wenn das der Tacho überhaupt ist. Oh, okay.
38, das muss doch der Tacho sein, oder nicht? Keine Ahnung. Also wenn das nicht der Tacho ist, was ist das denn dann für eine Anzeige? V ist? Klar, das ist doch Tacho. Ja, okay. Schön, dass der Buggy ist. Haben wir das auch geklärt. Egal. So. Wie schnell dürfen wir fahren mit der Kiste? Ich glaube 100, ne? Steht auch nirgendwo was angenietet. PZB. Alles klar, das waren 155. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, um die 100 müsste das gewesen sein. Was die Kiste vor Max darf. Naja. Also hier ist wirklich schön viel Zugverkehr. Finde ich gut. Hat er gut gemacht. Fällt mir echt gut. So. Oh, das gefällt mir nicht. Also ich kann gegen die Bremse den Motor laufen lassen. Interessant. So. Ja, okay. Wie ist das dann beim neutralen Gang? Hält der jetzt das Tempo oder wird er langsamer? Und wann hält das Tempo? Interessante Bahnschranke. Noch interessanter ist, dass der erste Wagen Licht hat, die anderen alle nicht. Aber okay. Dann ist das halt so. Hier steht eh alles irgendwie nicht so wirklich, ne? Also, der steht auf 38 km/h, der Kollege. Sagt mir, ob PZP wäre nur ein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, 16 Kilometer noch bis Dessau. Warum nur der erste von den DOS das jetzt Licht hat? Die anderen alle nicht. Ich weiß es nicht. Aber ist okay. So. Man hört auch nichts von dem Zug auf der Entfernung hier. Hier ist ein Weg. Ist das hier ein... Nö, Fußweg. Fußweg, Fußweg, Fußweg. So, wir stellen uns jetzt hier mal schön an diese Schranke. Ah, wie ich es liebe. Dieses total realistische Wechselblinken.
wie man auch einfach nichts hört. Also, muss man ja ganz klar sagen, das Blinken ist einfach nur grausig. Hätte man auch durchaus sich ein bisschen mehr Mühe geben können, liebes DTG-Team. Also, nee, das. Aber das ist ja sowieso immer so ein quälendes Thema mit dem Bahnübergang. Ja. So. Oh, da kommt uns was entgegen. Da kommt uns was entgegen. Aber was haben wir denn da? 185 würde ich sagen. Wir gucken jetzt noch mal, was man noch so Schönes hier entlang dieser Strecke hat, so als Punkte, wo man mal auf den Zug gucken kann, weil zieht sich ja schon so ein bisschen, ne? Aber interessant, auch so die Landschaft hier, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Das ist schon wirklich schön. Am besten ist dieser... Ah ne, es gibt mehrere Masten. Ist schon schön. Also, gerade hier die Landschaft wirklich absolut sehenswert. Wenn man jetzt so aus dem Fenster guckt. Oh. Sehr schön, sehr schön. Haben wir die frische, leckere Landluft. Ich hoffe, hier fährt irgendwo jemand mit Gülle rum. Kommt auch gerade schön in die Lok rein. Oh. Herrlich. Herrlich. So. Hier ist eine Handweiche. Was passiert? Hat gepasst. Kann ich die echt umstellen? Nee, war die Ansicht, ne? Genau. Müssen wir mal probieren, wenn man hier steht. Aber cool, dass da eine Handweiche ist. Da würde mich auch mal interessieren, was passiert, wenn ich dann den Block verlasse. Spiel müsste wieder abkacken, oder nicht? Keine Ahnung. Ist ein Tier auf Schienen? Nee, ist ein Busch. So. Ist ja nur ein Busch. Also auch hier, ich meine, man sieht leider nicht so über die Hügel. Entsprechend haben sie die auch so gestaltet, dass man nur in diesem Tal durchfährt. Auch gut. Schade eigentlich. Jetzt hätte ich mir hier schon mehr erhofft. Aber gut, ist auch eine alte Strecke. Ist der Zug schon durch oder noch nicht? Also wirklich... Schönes Ding. So, 8 Kilometer bis zum Ziel. Ja. Zulassung auf 100. Wie schalten wir den höchsten? Im Vollgasmodus sind wir jetzt.
Und tschüss. Was ich mir auch wünschen würde, wenn ja wirklich so passende Umbauwagen oder so. Irgendwie was in der Art oder ich weiß jetzt nicht genau, wie die ostdeutsche Variante heißt. Aber irgendwie so passende Personenwagen zu dieser Lok. Oder Donnerbüchse oder irgend so ein Kram. Dann mit dem Ding dann auf einer Nebenbahn fahren. Oh, das wäre schön. Aber gut. So. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie schnell darf die Karre fahren. 100, 110, 120? Hab ich hier nirgendwo gesehen bisher. Da kommt uns wieder was entgegen. Meint ihr, was ist das? Taurus? Taurus. Mit Dostowagen. Sehr schön. So. Also wir haben jetzt 110 drauf. Darf ich 110 fahren? Ich weiß es nicht. Haut er mir jetzt den Zwangsel raus? Ich weiß es auch nicht. Der hat kein Siegel. Muss da irgendwo ein Siegel hängen haben. Die haben doch sonst immer irgendwo so ein Siegel hängen, wie schnell die fahren dürfen. Das geht doch gar nicht. Ah, vor Max 100. Ja, okay. Manchmal ist man einfach nur blind. Und bei PZB-Steuerung gilt die maximale Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Oh, ja, ich weiß. Lass uns jetzt einfach rollen. Ihr habt das nicht gesehen, aber zu schnell gefahren sind. Ja. Gut, also ich hätte eigentlich nur mit 50 fahren dürfen. Egal. Egal. Hat keiner gesehen. Oh, hier kann man durch Häuser fliegen. Da noch ein Bahnübergang. In 2 Kilometern oder so. Mal eben gucken. Oh, das war jetzt falsch. So. Jetzt wird es eh lustig. Jetzt müssen wir nämlich auch noch abbremsen. Ich glaube, hier kommt keiner mehr, ne? Aber ist egal. So. Sehr schön. Auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz klar. Abbremsen, nicht so stark. Haben wir noch 1,5 Kilometer. So, halt erwarten. Bahnübergang mit den viel zu breit weit auseinander liegenden Schranken auch gut. So. So, Bremse ist gelöst. Ja. Allgemein war ein nettes Szenario. Lohnt sich auf jeden Fall mal, sich die Sachen von ihm anzuschauen, würde ich sagen. Die Lackierung macht auch einen netten Eindruck. Ja. So viel dazu auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, hinterlasst dem Ganzen doch mal ein Like. Also einen Daumen nach oben. So rum. Ja. Und ansonsten fahren wir jetzt erstmal schön in Dessau ein. Dann müsste unsere Reise, glaube ich, auch zu Ende sein. Genau. Heute mal ohne Kopf machen. Ja, jetzt sind wir an Dessau Hauptbahnhof. Ist ja eh egal, der wird ja eh sehr gut dazu, von daher halb so wild. Von daher eh wurscht. So, wir stehen am Bahnsteig. Wir sind durch. Ja, gut. 20 Minütchen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Ja. Was werdet ihr jetzt finden? Oben links findet ihr jetzt ein Video, das euch YouTube vorschlägt. Unten links findet ihr die Baureihe 204 als ja, Playlist. Dazu werden dann auch die anderen Fahrten, die ich so habe, damit bei sein. Ihr kennt das ja. Und in der Mitte Train Sim World 2 als Playlist. So, ich wünsche euch was. Wiedersehen, euer Bauer sein.